Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Medieval Dynasty. Und ich muss mal kurz gucken, wir haben hier was, wir haben dort ein bisschen was. Das scheint noch am Wachsen zu sein. Sie ist noch gut am Umflügen und am Machen. Da ist auch schon was gemacht, so wie es ausschaut. Gedüngt und gepflegt. Haben wir da nicht noch letzte Mal was gehabt mit zwei an der Helfer? Muss ich doch gerade mal gucken. Keine Arbeit, das ist egal. Bam, 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 bam. Wo war es denn? Scheune. Doch zwei Stück, wo hier mithelfen. Dann wollte ich noch gucken. Ah, genau, wegen Hake. Wegen Hake. Momentan sich echt nur sie hier rumstolzieren. Da hinten ist wirklich keiner. Da ist echt keiner. Das ist natürlich nicht so gut. Weil es gibt noch einiges zu bestellen, würde ich doch mal sagen, oder? Jetzt gucken wir mal. Yep, Nummer 1. Pflanzenwachstum. Gedüngt, gedüngt, gedüngt. Und die sind noch gar nicht erst gepflügt. Das ist natürlich nicht so gut. Da müssen wir aushelfen. Da müssen wir dieses Mal sowas von aushelfen. Diesbezüglich schauen wir einfach mal. Haben wir denn Werkzeug parat? Eine Steinhacke haben wir und wir haben Beutel auf jeden Fall, aber nicht so viele. Vielleicht wird da noch einer gemacht. Eine Hacke. Was brauche ich mir denn dafür? Das müssen wir uns jetzt mal ganz schnell angucken gehen. Hallöchen aber auch. Ich wollte nur mal kurz reingucken. Steinwerkzeuge. Steinhacke, ein Rundholz und 4 Steine. Okay, das können wir vielleicht haben. Ein Rundholz und 4 Steine. Dann können wir direkt 2 Stück mal machen für den Anfang. Das heißt, wir haben Rundholz, haben wir keine. Doch hier. Dann nehmen wir mal 3 mit. Und 15 Steine, würde ich mal sagen. Wunderbar. So. Und gleichzeitig, wenn wir schon mal am Fluss dran sind, gehen wir kurz eine Kleinigkeit, sagt es mir, trinken solle. Wir kommen immer wieder Anrufe irgendwie aus London. Und ich frage mich jetzt mal, warum. Das ist etwas sehr mysteriös. Sagen wir es mal so. So, Truhe öffnen. Einmal einen dicken Brei mitnehmen. Das sollte ausreichen. Yep, der reicht mir jetzt aus. Inventar. Spachteln, futtern, glücklich sein. So, jetzt da. Ab nach oben, meine Gutste. Lass mich da mal ganz kurz hin. Nur ganz kurz, nur ganz kurz. Danach darfst du wieder hin. Ich muss nur 3 Steinhaken machen. Eine für mich. Und 2 einfach nur, damit sie da sind. Ja, weil der Frühling ist schon, der 2. Tag ist schon fast rum. Was nicht ganz so gut ist. Gib ich so, ist wirklich nicht ganz so gut. Dankeschön dafür, danke dafür. Wir haben noch ein paar Steine übrig, stelle ich gerade fest. Wunderbar, passt. Dann reicht es ja ganz genau aus. Sattbeutel haben wir nur 1, das ist auch soweit in Ordnung. Wagen wir mal, ob es eine einzige gerade da. Deswegen. Bum, 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 bum. Wo bist du denn? Ah, hier. 2 Stücke rein damit. Passt soweit. Und wir sagen, ich möchte meine bitte auf 5 haben. Solle. Also sie auf 6. Warum ist sie auf 6? Hä? Also ich habe mich vertippt. Okay. Das kann ja schon mal passieren. Stöckchen mitnehmen, weil Stöckchen ist immer gut. So, lauf nach oben, auf nach oben. Damit wir da noch ein bisschen mit aushelfen können. Weil es doch eher wichtiger, dass sie dann ansehen nach und nach. Ansehen mit Saat. Ja, ich weiß, das ist nicht so gut. So, und immer wieder mal ein bisschen warten. Aber so wird es zumindest was. Ich sollte natürlich auch noch das Richtige machen. Ja, okay. Ist ein bisschen anstrengend. Ein kleines bisschen anstrengend, aber das wäre zumindest schon mal der erste Schritt, den wir hier machen. Das wäre so quasi ja schon mal der erste Schritt. Wenn sie danach noch ein bisschen mit Dünger arbeiten wollen, dürfen sie es ruhig machen. So.
Jetzt da. Nicht gerodetes Feld. Immer schön einmal drumherum latschen. Denn so wird ein Fältchen aus dem Ganzen. Ha, ja, herrlich. Dann merkt man auch manchmal, wo was ist. Also unfertige Felder schaut doch immer etwas komisch aus. Okay, ja, warte. Ein bisschen zu früh, ein bisschen zu früh. Ich glaube, die bei der Aktion wahrscheinlich komplett drauf gehen, aber was soll's. Was soll's, dafür ist ja da. Die Landwirtung ist gar nicht hier irgendwie, also irgendwie, weiß ich auch nicht. Ich hätte ja gedacht, die macht ein bisschen mehr, aber irgendwie macht die eine gerade alles wieder alleine. Mit mir natürlich als Hilfe. Komisch. Na gut, vielleicht machen sie nachher noch was. Und es fehlt ja auch der Beutel dazu. Und ich habe keine Samen, wobei eigentlich schon. Samen soll ich genug haben und Dünger soll ich auch genug haben. Deswegen bin ich etwas arg verwundert. Ich meine, wir können doch mal kurz nachgucken. Wie schaut es denn aus mit den Beuteln überhaupt? Die machen wir, glaube ich, in der Näherei 2, würde ich sagen. Leinengewebe. Sie muss sind Leinenfaden. Okay. Warum macht hier keine Leinenfaden? Flachshalme. Ja, das könnte ein Problem sein. Haben wir Flachs für irgendetwas? Nein. Wir haben Flachssamen, würde ich mal sagen. Na gut, eins nach, was später auch noch gemacht werden muss. Definitiv sogar. Jetzt muss ich aber ernsthaft mal gucken. Wer bist denn du auf dem Feld? Du bist die gute Casimira. Casimira, okay. Sonst sehe ich nämlich hier keinen. Casimira. Frieda. Hier fehlt noch jemand. Hier fehlt noch mehr. Casimira. Da. Dann sage ich doch mal direkt Scheune. Zack. Fred. Ach, meine Frau fehlt. Wo ist meine Frau? Nein, Spaß, nicht meine Frau. Zygfrieda ist. Steckend ineinander. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich nicht, ich bin gerade leicht verwirrt. Theoretisch sollten die beide hier sein, aber sie werden nicht angezeigt. Irgendwas stimmt da nicht wirklich. Ja, ein Glück, dass ich da gerade aushelfe. Es würde nämlich noch ewig und 3 Tage dauern, würde ich mal behaupten. Aber dann könnte man auch direkt sagen, sorry, bevor du das machst. Ich meine, sie sehe ich, aber sie sehe ich nicht. Siegfrieda, zack und zack, zack. Bitte nochmal die Antwort machen. Okay. Warum nicht? Sie würde ja schon irgendwo auftauchen. Höchstwahrscheinlich. Eventuell. Wir werden sehen, wir werden noch sehen. Ich würde gerade sagen, bitte lass mich doch da hier mal weitermachen. Die Felder brauchen ein bisschen Liebe und Zuneigung von mir. So, oder? Wunderbar. Ah, hier oben geht's weiter. Okay. So und nicht anders müssen die Felder bearbeitet sein.
Dann kann es nächstes gedüngt werden. Und es kann das Ganze. Oh, das will ich nicht machen. Und dann kann nach und nach das Land richtig bestellt werden. Herrlich. Ein Tag ist schon fast wieder rum. Mit ein bisschen. Mit ein bisschen Landarbeit. Heieiei. Müssen wir mal gucken, wie der Rest so abläuft. Feld, wunderbar. Aber ich glaube, es kann wirklich wegen der Tasche sein. Ja, wir brauchen Flachs. Wir brauchen einfach sowas von Flachs. Ein Flachssamen sollten wir eigentlich genug haben. Ich meine, sollten wir ziemlich viele Samen haben. Muss also mal gucken, was so, wann man Flachs überhaupt anbaut. Gott sagen. Komm, 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 komm. Und das fällt noch. Okay, Nummer 1 ist gemacht. Und Nummer 2 kommt direkt hinterher. Nahaha. Und dann haben wir so viele Felder, dass wir wirklich mal 2 Stück brauchen, aber nicht auf einem Haufen. Und mit einem Beutel erst recht nicht. Oh, da hoffe ich, dass Flachs ziemlich bald kommt. Okay, ja, ich weiß. Mit so viel umgegraben, ey, Heidewitzke. Läuft die gerade auf dem Dach rum? Ich glaube ja. Du bist gerade auf dem Dach rumgelaufen. Wir haben eine Hexe bei uns. Wir haben eine Hexe, sie ist bestätigt worden. Aber es macht nichts. Ist bestimmt eine super Touristenattraktion. Hallöchen aber auch. Da ist der kleine Weg. Und der ist zum Glück nicht im Weg, der Weg. Zwei Feld direkt nebeneinander wäre natürlich auch interessant, aber... Ja, gut, so. So hat so ein bisschen was. So sieht so ein bisschen geordnet aus. Ist schon wieder so früh. Eigentlich ist es noch hell, also ihr könnt schon noch eine Stunde arbeiten, also... Ja, gut, was soll's. Was soll es? Und einmal so rum und einmal so rum. Das ist nämlich alles schon mal vorbereitet. Und Düngen braucht man nicht, weil bringt gerade eh nichts. Bringt gerade rein gar nichts, weil wenn man nicht direkt schon anfangen mit... Ich frage mich gerade, ob die Hake das noch aushält. Ich hoffe mal inständig. Es wäre jetzt doof, wenn ich wegen irgendwie 2 Feldern hier eine neue holen müsste. Das wäre äußerst unschön. Oh, 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 oh. Ja, das wird es wahrscheinlich jetzt gewesen sein. Das eine kleine bisschen. Zack und zack. Noch da oben ein bisschen. Erb, das würde nicht ausreichen. Mist. Wir können auch keine machen, gell? Nein. Hölzerne Hake. Könnten wir machen, wenn wir einen Baum fällen. Wollen wir das mal kurz nebenbei machen? Oh. Es waren ja 3 Felder. Ja, wir machen noch einen Baum. Ach nee, das war die Mauer, die hier noch ist. Ah, okay, okay. Alles klar, alles klar. Aber nichtsdestotrotz, ein Baum wird noch gefällt. Du hier. Du schaust mir nach einem wunderbaren Objekt aus, das gefällt werden möchte. Dann tun wir noch gleich hier ein bisschen was runterholen. Na gut, dann ruh dich hier aus. Und ja, das ist jetzt kontraproduktiv. Sorry, da musst du auch weg. Ich kann es leider nicht so sehen. Das ist, da kriege ich, oh, jetzt fällt auf einmal runter. Na, danke für das Gespräch. Jetzt brauche ich es auch nicht mehr. Ah, schlimm. Immer das Gleiche mit dem Holz. So, mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen. Ah, oh, jede Menge Hölzler. Auch noch da, wunderbar. Nein. Da muss man jetzt auf D drücken. Mann, warum nur? Warum nur? Das war so schönes Geld nebenbei verdient. So schön und doch so. Naja, was soll's. Die nehmen wir noch alle mit, wenn wir schon mal dabei sind. Genauso wie dich hier. Denn warum nicht? Ein bisschen Geld nennen kann jemand für einen Bären. Nein, brauchen wir nicht. Das brauchen wir schon eher. So, dann noch ein paar Stöckchen mitnehmen. Und dich hier. Alles klar.
So, dann haben wir gesagt gehabt, Gebäude, Werkzeuge, Haken machen. Zwei Holzhaken, mal gucken. Sollte vielleicht ausreichen. Wenn nicht, müssen wir einfach dann nochmal eine machen. Auf 5. Hätte ich gerne. Oh, das geht so nicht, okay. Jetzt eine Hake auf 5, wunderbar. Ne, ich kann nur entweder oder wie? Ich hab nur entweder oder, okay. Ja, ich glaube, dann müssen wir doch eine Nacht schlafen, weil ich sehe nichts mehr. Aber etwas geht noch. Ein bisschen geht noch. Und wenn sie selber dann ein einziges Feld noch machen muss, ja gut, dann soll es halt so sein. Da können wir dann so quasi auch nichts machen. Ich glaube, wir können nochmal hinterhergehen, aber komm, was soll's. So, gucken wir doch mal. Ja, das schaut recht gut aus. Da noch ein kleines Feldchen. Das passt soweit, das passt soweit. Und das passt auch soweit, würde ich mal behaupten. Ich sage jetzt mal ja dazu. Ich sage jetzt mal ja dazu. Haben wir noch ein bisschen was? Wir haben noch ein bisschen. Oh ja, wir haben viel. Wir haben viel, was wir noch reinzimmern können. Dann hauen wir doch glatt nochmal hier ein bisschen drauf. Weil wenn die Zäune schon mal fertig sind, sieht doch auch schön aus. Wesentlich schöner, als wenn gar keiner da wäre. So, Bingo, wunderbar. Auf geht's. Yippie! Wer bist denn du überhaupt? Bei Dwine, guten Tag. Schön, dass es dir da so gefällt. Auch wenn alle anderen schon schlafen gegangen sind. Hab trotzdem deinen Spaß. So, dann sagt man nämlich, die brauchen wir nicht mehr so weit. Sagt, einen Beutel haben wir noch da für den Notfall. Und sonst. Oder für Bären, schade. Hier, zack, rein damit. Rundholz, rein damit. Federn, rein damit. Dann rasch behalten wir mal. Okay, dann gehen wir mal kurz schlafen. Dann gehen wir kurz einen Augenblick lang schlafen. Kurz mal Feuer machen. Beunruhigend, dass meine Frau nicht da ist nachts. Wo die wohl ist. Ah, vielleicht hat sie Nachtwache machen müssen. Guten Morgen, mein Schatz. Klatsch und Tratsch und sonst irgendwas, gerade nichts mehr. Okay. Das macht rein gar nichts. Hast du einen Moment Zeit? Das war jetzt nicht ganz so das Wahre, aber was soll's. Ist da noch jemand drin? Hallöchen aber auch. Du hast bestimmt auch noch ganz viel zu erzählen mit dem Wetter. Yep. Dir gefällt das wirklich. Wow, okay. Passt. Haben wir noch irgendwelche Aufgaben gerade offen? Geschichten, fehlende Bogen, Steuern zahlen. Ja, das könnte ein Problem werden. Das könnte ein massives Problem werden mit dem Steuern zahlen dieses Mal. Haben wir irgendwie was zum Verkaufen? Irgendwas, was auch Sinn macht zu verkaufen? Gebratenes Fleisch, gesalzenes Fleisch, das ist so ein bisschen was wert. Vergammeltes Fleisch, das ist ja nichts wert, okay. Flachsamen haben wir, das haben wir. Samen haben wir bis zum Umfallen, das ist schon mal richtig gut. Kann jede Menge Fleisch mitnehmen. Können sogar noch ein bisschen was davon braten. Beziehungsweise, halt, Moment. Haben wir zufällig noch irgendwas, was wir sowas verkaufen können? Nicht wirklich viel, stelle ich fest. Nicht wirklich viel. Schade. Okay, dann machen wir es eher anders und sagen, das Fleisch bleibt da. Das tun wir schon noch frittieren, damit wir unseren Skill hochbekommen können. Sondern gucken eher, dass wir selber noch mehr ein bisschen was mitnehmen. Das passt soweit. Von unserem Management her gesehen, Essen. Sie können noch soweit alles machen? Ja, können Sie, okay. Haferschleim geht, Roggenkorn. Unmengen an Roggenkorn.
Okay, kann ich denn noch irgendwas anfertigen, wenn ich schon mal da bin? Geht denn das? Bretter haben wir eine Handvoll. Yep, Rundholz haben wir ein paar Stück. 12 Stück davon mitnehmen. Eine Handvoll Stöcke mitnehmen. Eine Handvoll Steine mitnehmen. Passt soweit. Gucken wir mal, was wir damit so quasi anfertigen können, um uns ein bisschen, ja, auszuhelfen, sagen wir es mal so. Plus, das Wichtigste, ich brauche was zu essen. So. Der vierte Verkauf ist auch gut gewesen, aber was soll's. Ist hier schon jemand da? Nein, dann kann ich doch die Schmiede wohlgetrunken nutzen. Dafür und nicht dafür. So. Weidezeug, nein. Bogen, nein. Werkzeug, yep. Und anscheinend Stock und Stein. Ein paar Steinmesser zum glücklich sein. Was reicht bei weitem nicht aus wie die 3000. Aber sowas von gar nicht. Oh je. Das ist nicht gut, wenn wir jetzt nicht unsere Steuern zahlen können. Das wird ihm wahrscheinlich nicht gefallen. Überdenken, wir haben ja 2000 schon für ausgegeben. Allein schon für die Tatsache, was der König haben wollte. Wo ich immer noch denke, ja, danke auch fürs Gespräch. Stein und Stöcke, ja, dann behalten wir lieber die Baumstämme. Ist, glaube ich, sinnvoller momentan. Ja, die können wir in die Wände reinzimmern. An die Palisaden, Entschuldigung. Macht gerade mehr Sinn. Bräuchte man noch mehr Stöcke eigentlich. Sowas von brauchen wir mehr Stöcke. Hammer, komm mal her. So, zu dem Thema hast du im Moment Zeit zum Reden. Okay. Ihr wollt alle rauslaufen. Moment, vielleicht kann ich euch noch kurz abfangen und mit euch reden. Zumindest einen davon. Weit wie ein Hallöchen. Okay, war jetzt nicht so aufschlussreich. Eventuell mit dir noch. Komm schon. Ja. Zum Glück. Okay, passt, passt, passt. Huhu, Dankeschön. Mehr wollte ich doch gar nicht. So. Wunderbar, die ersten zwei sind gemacht. Fehlen nur 5000 weitere. Gefühlt zumindest. Wir brauchen Geld, wir brauchen Geld, wir brauchen Geld, wir brauchen Geld. Wir können gerne mal in die Nahrungsmittel neu gucken, aber ich glaube, Sommer waren ja Sperren. Ja, Sommer waren ja Sperren, Mist. Das ist nicht gut, das ist ganz und gar nicht gut. Dann müssen wir jetzt doch wahrscheinlich eine Bärenbuschtour machen, weil sonst wird es nämlich nichts mehr werden hier. Wir nehmen noch die mit, einfach nur, weil wir es brauchen können. Okay, wo waren die Büsche? Oh. Sind noch ein paar Steine? Hier, yep, Messer. Wir sind auch einiges wert. Ja, Bären. Bären, Büsche, Messer, alles, was wir kriegen können. Unreif, aber es macht nichts. Die sind genauso viel wert, als wenn sie reif wären, habe ich mitbekommen. Oh, da geht's schneller. Also entweder sammeln wir allgemein nicht schneller oder das Spiel ist schneller geworden in der Hinsicht. Ich sag nicht nein dazu. Oh. Okay. So, hier noch ein bisschen was. Ja, sorry, wenn das jetzt wieder eine Sammelfolge wird. Aber wir brauchen Geld. Wir brauchen ganz viel Geld. Ich habe keine Lust, so quasi wieder ins Minus reinzurutschen bei ihm. Oder irgendwelche Schulden zu haben. Das muss definitiv nicht sein. So, hier was, dort was, dort was. Dort, hier, dort ist was. Mit dem. Genauso wie die hier alle mitnehmen. Brauchen wir alles. Alles brauchen wir. Trinken. Ich hab gerade gesagt, einfach nur so den Mund aufmachen. Harp. Schau dir was zu trinken. Mehr brauchen wir gar nicht. Oh. Hier, dort, dort und dort und dort. Oh. Danke dafür. Wunderbar. Oh, so schnell können wir auch durchkommen. Wie war man denn gerade? 158, das reicht noch nicht. Viel zu wenig Bären, viel zu wenig Bären. Wir brauchen mindestens 5000. Sonst wären wir nämlich nicht glücklich mit der Welt. Ich glaube, unten hatten wir sogar auch nochmal einen Busch. Das ist schön, dass wir hinten sind. Hier haben wir Notfallbüsche überall. Oh, 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 Hallöchen. Was sagen, der Stock, der käme uns doch auch noch richtig gelegen. Hier noch was? Ja, noch was? Ihr habt da auch noch was.
So, wum, 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 Hallöchen, Hallöchen. Da ist alles leer gefegt. Man sieht es leider nicht. Man sieht so schlecht hier, wo was noch da ist und wo was noch nicht mehr da ist. So, hier, zack, 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 zack. Noch ein paar Stöcken, noch ein paar Steine wären natürlich auch noch schön, aber ich nehme gerade alles, was ich bekommen kann. Ja, das ist genauso schön. Stöckelein hier, Stöckelein da. Ein Bärchen hier und dort ist noch wunderbar. Und noch irgendwas hier? Anscheinend nein. Okay. Dann gehen wir nach da unten, weil da weiß ich nämlich, dass noch mehr sind. Jetzt machen wir das gar nicht, machen wir nicht. Moment. Da sagen wir eher, bevor wir die kurz mit. Und wie schätzen wir sind gerade? Wir können noch ein bisschen was mitnehmen. Sagen, bevor wir zu schwer werden, machen wir an der. An unserer Schmiede ein bisschen was. Aber nein, es geht auch so. Es geht auch so. So, Lepp. Ich nehme auch. 300, 304. Bären sind echt eine wahre Fundgrube, wenn es darum geht, Geld zu verdienen. Haben wir vielleicht einen Buff bekommen? Weiß nicht, ob ich irgendwas geskillt habe, damit ich schneller bin. Das kann natürlich auch sein. Wäre im Bereich des Möglichen. Ja, auf jeden Fall noch ein bisschen was. Hier und dort. Ja, da, her damit, her damit, her damit. Noch ein einzelner Busch hier drüben. Dass sich einfach mal hin zu verwirrt. Und bald brauchen wir was zu trinken, so sehe ich gerade. Und wir sind zu schwer, okay. Dass wir mal die Büsche von uns durchgemacht haben, werden wir auf jeden Fall gucken. Oh. Werden wir gucken, dass wir dann die restlichen paar Sachen noch machen können. Oh, okay, noch mehr werden. Alles auf einen Haufen, ich sag nicht mehr dazu. Und noch mehr, noch mehr, noch mehr. Ja, her damit, her damit. 500. Ja, definitiv ja. Darf noch gerne noch ein paar mehr drin sein. Ah, okay, verstehe, verstehe. Da ist noch was. Okay, ihr seid alle leer gefegt. Eventuell noch nicht, okay. Da waren wir zum Gnäuder. Ah, hier, dort, dort. Ja, alles unreif, das passt schon. Ich hoffe, Sie haben es noch nicht begriffen, dass die Unreife nichts wert sind. Falls schon, haben wir ein Problem. Wirklich ein Problem an der Backe. Da habe ich nämlich Unmengen an unreifen Bären gesammelt für nichts und wieder nichts. Das war jetzt ein bisschen weiter als gedacht. Ah, diesbezüglich, okay. So, das können wir auch noch mitnehmen. Und sie hakt das nächste Feld, so wie es ausschaut. Management, Feldarbeit. Die zweite Hälfte wird gemacht. Okay. Gepflügt, gedüngt. Feld 3 ist auch schon gedüngt. Okay. Das ist interessant zu wissen. Dann möchte ich doch noch mal ganz kurz was machen. Weil ich doch ein bisschen Torschlussbahn bekommen. Scheune, zack. Meine gute Frau. Raus und wieder rein. Frieda, wo bist du? Hier bist du, wunderbar. Als Erntehelferin. Sodle. Gucken wir doch mal, ob das funktioniert und ob sie sich diesmal das andere krallt. Das wäre doch nicht mal das Schlechteste. So, wo ist sie denn überhaupt? Wo ist die Gute überhaupt? Okay, die eine macht das, die eine macht das. Ja, es funktioniert. Okay. Jetzt machen sie es nicht irgendwie unterschiedlich zueinander. Steinwerkzeug, ihr habt drei Stück. Das sollte mich wieder leichter machen. Ja, zumindest ein bisschen. Zumindest ein kleines bisschen. Wir können ja noch ein paar Sachen da wegtun. Danke dafür, danke dafür. Den Stein zum Beispiel. Der dürfte schon einiges wettmachen. So, hier noch Wurfgesteine machen. Warum nicht? Steine zu Wurfsteinen. Das bringt so einiges. Ja, dann machen wir noch fünf Körbe. Was soll's? Hauptsache, wir haben alles verarbeitet. Ich meine, die Stelle könnten wir jetzt auch für die Zäune gut gebrauchen, aber wir brauchen gerade Geld. Wir brauchen definitiv Geld.
Auch wenn das Rad rein gar nichts bringt, gewichtstechnisch. Ey, der Witzka. Na gut, na gut, na gut. Jetzt schmeißt man rasch noch vor uns weg. Müssen wir noch was trinken, stelle ich gerade fest. Aber sowas von. Hier bitte die Stöcke reinschmeißen. Noch ein bisschen Gewicht ist zu viel. Okay, Moment. Das haben wir gleich. Das haben wir gleich. Und sagen dann, hey, dann schmeiß mir doch hier. Noch ein bisschen Johannisbeerkraut rein. Wunderbar. Es ist passt noch Luft und das Zeug kann ich, da kann ich jetzt rüberrennen und das Ganze verkaufen. Aber das und wie wir sonst schon weitermachen, sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin hoffe ich, hat viel Spaß beim Zuschauen. Es würde mich freuen, wenn ihr auch da wieder mit dabei sein könntet. Macht es gut und wie immer, tschüss, Solle. Oh, herrliches Bad.